Willkommen zurück zum legendären Murmon-Fang-Spezial. Jetzt haben schon drei legendäre Murmon auf einmal miteinander gefangen. Mewtwo, obwohl Mewtwo ist theoretisch eigentlich nicht legendär, aber ich zähle es trotzdem dazu. Deoxys und Ho-Oh. Und Ho-Oh bekommt jetzt einen Spitznamen. Einen ganz simplen Spitznamen. Hikari, das bedeutet Licht. Simpel, aber passt schon. So. Und ich weiß genau, hier gibt es ja noch ein anderes legendäres Murmon. Erst muss ich die ganzen Leitern wieder runtersteigen. Wie spaßig. Hier ist ein Leiterchen, das nach unten führt. Und Moment mal, ich habe ja ein besiegtes Murmon. Das sollte ich wieder kurz aufpeppen. Nicht wahr, Yami? Du hast mir echt gut geholfen. Und ein Hyper Potion für dich. Für deine guten Dienste. So, dann wollen wir uns mal nach unten begeben. Und schon wieder so viele Leitern. Oh nee. Noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Noch eine. Hallo. Ey. Ich glaube, die fanden das sehr lustig, oder? Die Entwickler. In der Tat, die fanden das sehr lustig. Oh mein Gott, es ist Lugia! Erst Ho und dann Lugia, oh mein Gott! Lugia, wir fangen dich jetzt! Ich bin so gespannt, wie es aussieht. Na, Lugia sieht nicht so cool aus wie hier unten. Lugia ist männlich! Lugia ist männlich, das schmeißt meine Planung für den japanischen Namen auf den Kopf. Ich wollte ja Lugia einen Spitznamen geben, aber wenn Lugia männlich ist, dann geht der Name, den ich mir überlegt habe, nicht. Verdammt. Da mache ich mir extra vorher Gedanken, das bringt nichts. Na komm! Hydro Pump! Oh Gott, das heißt, ich kann gleich besser, sollte gleich besser nicht Kizuna einsetzen. Nochmal Schockwelle. Mach bloß keinen Volltreffer. Sonst habe ich auch nichts, was ich da einsetzen könnte. Ich glaube, Bordschnabel besiegt es dann. Also versuche ich schon mal mit einem meiner putterausgekrönten Ultrabälle. Go Ball, go! Fang mir dieses Lugia. Man darf ja wohl ab und zu träumen, oder? Und es regnet, die Höhle wird nass. Das stört mich nicht. Ich bin ausreichend mit Bällen eingedeckt. Natürlich funktioniert es nicht. Und Lugia ist paralysiert, es kann sich nicht bewegen. Und es regnet weiter. Mein armes Yami wird ganz nass. Ach komm, wackel wenigstens einmal. Lass den Ball wenigstens einmal wackeln. Yami! Du bist heute echt der Sündenbock. Ja, ich muss schon noch ein klein bisschen runterschwächen. Also, Kizuna. Machen wir einen Ruke-Zucke-Hieb. Na, gut. Und ich würde sagen, noch ein Ruck-Zucke-Hieb. Und Ruke-Zucke-Hieb. Das überlebt Kizuna niemals. Es tut mir leid, Kizuna. Oh nee. Nächstes Pokémon, ja. Ray, du bist dran. Du musst blocken. Greif bloß nicht an. Block einfach. Was war ich denn bei Pokémon? Ich will doch einen Ball werfen. Go, Ball, go. Ja, ja. Nein, noch nicht.
Los, Superball! Ne, Ultraball! Hyperball! Hyperball, der zweitbeste aller Bälle! Die Paralyse führt zumindest dazu, dass sie sich so schnell sind, nicht selber töten können. Das ist aber doof, wenn man versucht, legendäre Pokémon zu fangen und dann haben die ihre ganzen AP verbraucht und die töten sich selbst. Das ist dann schon ganz schön frustrierend. Lugia, bleib mit dem Ball drin! Komm, Lugia, ich habe ja einen Hyperball, da steht der Name drauf. Und ich habe extra deinen Namen da schon eingravieren lassen. Wie undankbar bist du? Komm schon zu mir, ich habe deine Freundin Ho-Oh auch. Brrr. Noch ein Balli. Balli, Balli, Balli. Ja, ja. Nein! Und scheiße, es kam Genesung. Och nein! Das musste natürlich jetzt sein, was? Nein, nein, nein! Was mache ich denn jetzt? So kann ich Lugia nicht fangen. Regentanz, Regentanz. Ich tanze im Regen, weil es mir Spaß macht. Okay, Eisstrahl. Ich hoffe, Nologa kann das einigermaßen aushalten. Okay, noch ein Stärkeangriff. It failed. Okay, ich versuche dann mal weiter es zu fangen. Das war irgendwie klar. Pff, warum wundere ich mich überhaupt? Da, 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 bleib in dem Ball drin. Aber ich glaube, Lugia werde ich mir nicht ins Team nehmen. Ich habe dann ja schon ein starkes Psycho-Pokémon. Und noch einen Flugtyp brauche ich dann echt nicht. Deswegen musst du nicht gleich angepisst sein, Lugia. Du kannst dich trotzdem von mir fangen lassen. Der Regen fällt weiter. Heiter fällt der Regen weiter. Und ich habe gleich keine Eisstrahl mehr. Das ist schlecht. Und es regnet weiter. Die Erde wird nass. Ah, verdammt! Ich verliere doppelte AP! Danke, Lugia! Äther für Eisstrahl. Nolka, du hältst gut aus. Okay, Eisstrahl. Okay, Heilung brauche ich auch mal wieder. Jetzt setz nicht wieder Genesung ein, ey. Ah!
super. Echt super. Jo, ich glaube, ich beende das erstmal für heute. Ich mache dann ein anderes Mal weiter und dann fange ich Lugia bestimmt. Hoffe ich. Obwohl, wenn nicht, wäre auch nicht so schlimm. Aber ich versuche es. Mit allen Mitteln. Bis zum nächsten Mal.